Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Ich habe ja diese Q-Look. Und da hatte ich mal meinen Freund René gebeten, ob er mir nicht für diese Look ein paar Wagen zaubern könnte. Gesagt, getan. Und so habe ich jetzt hier sogenannte Kuhwagen mit Kühen im Wagen. Hier im offenen Wagen und hier aus dem letzten Wagen schauend. Das Ganze möchte ich jetzt natürlich noch beleuchten, damit das Ganze einen schönen Effekt bekommt. Dazu habe ich mir hier Platinen geschnitten, die ich mit Leuchtdioden versehe. Ich habe mir vorgenommen, dass ich einen rötlichen, einen gelblichen Wagen mache und dann noch einen Überraschungswagen. Und das Ganze könnt ihr mitverfolgen, wenn ihr wollt, wie ich sowas bewerkstellige. Und wie gesagt, wenn ihr Spaß haben wollt bei dieser etwas außergewöhnlichen Aktion, dann dürft ihr mich gerne begleiten. Ich bereite hier jetzt mal die Platine vor für diesen Gleichrichter. Der Gleichrichter soll ja hier nachher Platz nehmen. Und auch ein Gleichrichter hat hier genormt den Eingang, hier die Masse und hier das Plus. Jetzt kann ich hier diese Platine hier auftrennen, um den Gleichrichter hier aufzusetzen. Jetzt verzinne ich hier und nehme den Gleichrichter und setze ihn so auf diese Platine, hefte es kurz und jetzt kann ich das Ganze sauber verzinnen. Das ist der erste Streich. Jetzt habe ich ja hier an der linken Seite die Masse. Folglich wäre es ja sinnvoll, ich würde die Leuchtdiode in dieser Richtung hier aufbringen. Und das mache ich auch. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ein bisschen rötlich und gelb zu handhaben. Wir erinnern uns, die markierte Seite, also mit dem grünen Punkt, ist immer die Masse. Folglich muss die jetzt auch hier rüber zeigen. Und hier kann ich dann gleich eine Brücke einlöten. Somit fließt der Strom dann masseseitig hier rüber an die Leuchtdiode Masse und geht Richtung Plus. Das Ganze mache ich jetzt hier rüber. So sieht das Ganze jetzt nun aus. Das werde ich jetzt in den Wagen einsetzen. Dazu öffne ich den Wagen hier. Und jetzt kann ich hier diesen Wagen öffnen.
Nachdem ich den Wagen geöffnet habe, kann ich jetzt hier diese Platine hier oben einlöten. Hier kommt noch ein Kondensator natürlich ran. Und dann kann ich hier meine Kuh und meine Innereien wieder einsetzen. Die zwei Kabel werden hier noch angelötet für die Stromversorgung. Und das geht hier nach unten. Ich habe mir vorgestellt, ich hole mir die Masse natürlich direkt von den Achsen, das heißt hier von diesem Blech. Und das Plus lasse ich mir hier über die Kupplungen übertragen, über einen Funktionsdecoder, den ich im letzten Wagen unterbringe, der auch meinen Schleifer beherbergt. Da ja hier Metallkupplungen zum Einsatz kommen, bietet sich hier die Plusübertragung an. Allerdings habe ich hier ein Ausrichtblech für die Kupplung, das natürlich mit Masse verbunden ist. Wenn man ein glücklicher Besitzer eines 3D-Druckers ist, so wie ich, dann hat man immer so Stützfilament übrig. Das habe auch ich und da zwicke ich mir jetzt so ein Stückchen ab, benetze das, beziehungsweise ich schraube die Kupplung erst herunter. Das ist am besten, die mache ich weg. Und jetzt kann ich dieses Blech nach hinten bringen. Und bring einfach ein bisschen Plastikkleber hier auf. Dann nehme ich dieses Stützfilament und bringe das hier zwischen der Kupplungsaufnahme und der Feder in Stellung. Ja, die ziert sich ein bisschen, aber das nützt nichts. Das muss. Jetzt habe ich das hier so eingebracht, hier zwischen die Feder. Und der Kupplungsaufnahme ist jetzt dieses Filament. Ich kann jetzt hier hinten einfach nochmal zur Sicherheit Kleber auftragen. Der überschüssige Kleber hier, der stört nicht. Das kann ich mit dem Schraubenzieher etwas wegkratzen. Und ich habe da einen alten, so einen Trick, ich nehme da dann immer Öl. Bring das auf, das so einbringen. Und jetzt habe ich keine Masseverbindung mehr zu meinem Bodenblech. Auch meine Nulllage ist noch vorhanden. Das streift jetzt halt am Kunststoff. Aber das ist ja gut so. Und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite gehabt. Hier habe ich den Wagen schon mal verkabelt. Das ist also das Relais, das mir nachher über einen Funktionsdecoder die Spannungsversorgung herstellt für meine Wagen, die im Verbund dann laufen. Und dann habe ich hier noch eine Kuh, die wackelt mit dem Kopf. Die wird über AUX 3 angesteuert. Und dann habe ich noch AUX 1 für das rote Schlusslicht, das ich dann im Wagen auf der rückseitigen Front befindet. Da habe ich hier oben zwei Löcher gebohrt und da erstrahlt dann das
rote Schlusslicht. Dieses Schlusslicht wird natürlich hier angeschlossen, sodass es mit der Lok synchron, wenn das Licht eingeschaltet ist, auch hinten leuchtet. So ist der Plan und ich denke mal, so sieht das doch relativ ordentlich aus. Und dann kann ich hier an der Rückseite mit meinem Kabel auch runterfahren. Da kommen noch Schrumpfschläuche ran, das wird auch noch eingeklebt. Und dann habe ich hier hinten eine saubere Schnittstelle. Dann kann ich den Wagenkasten draufsetzen und ihr könnt ihn dann nachher bewundern. Aber damit langweile ich euch jetzt nicht mehr. Nun ist es fertig verkabelt. Ich habe ja hier den Funktionsdecoder eingesetzt. Das ist ein alter Rampino, der bei mir einfach nicht mehr funktioniert. Der tut jetzt als Funktionsdecoder seinen Dienst. Ich habe hier einen Stützkondensator für die Innenraumleuchte und jetzt kann ich mit F1 meine Kuh wackeln lassen, mit F2 das Innenlicht. Und wenn die Lok dann praktisch vorwärts fährt, habe ich das rote Schlusslicht. Und so ist doch das wirklich klasse gemacht. Jetzt kann ich das Ganze zusammensetzen und dann kann man mal den ganzen Zug sehen. Mein Kuhzug steht auf dem Testgleis. Mal was anderes wie eine Lok. Aber genauso interessant, denke ich. Das Licht wird eingeschaltet. Dann gehen wir mal um den Wagen rum. Und da sehen wir die Kuh. Die schaut aus dem Wagen und wackelt mit dem Kopf. Dann kann ich natürlich auch das Licht anmachen. Und das Licht ist jetzt überall an. Hier tummeln sich die Kühe. Und hier, was machen die denn? Party. Das ist der Kuh-Partywagen. Und da vorne ist alles wieder etwas ruhiger. Und hier sind die Kühe noch normal. Ich glaube, nach hinten werden sie immer verrückter. Und da vorne die Kuhlok. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Umbau dieses Zuges, da ein bisschen bei zu sein. Und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen bei meinem nächsten Video. Euer Groovy 1960.